Millionen Menschen rund um den Globus in diesem Spiel verfallen. Catan, auch Monopoly-Killer und Kokain der Brettspielszene genannt. Ein weltweiter Hype mit echten Europa- und Weltmeisterschaften sowie unzähligen Fans. Bei mir in der Familie sind alle Catan verrückt. Das Geilste war, wo ich Deutscher Meister wurde. Es ist das absolut beste Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Platz 1, 2, 3 und 4. Hinter dem Megatrend steckt er, Klaus Teuber. Ihm ist der ganze Hype manchmal nicht ganz geheuer. Denn obwohl er der Superstar der Brettspielszene ist, lebt und arbeitet er fern jeden Glamours. Im beschaulichen hessischen Örtchen Roßdorf im Reihenhaus. Dort, wo die Erfolgsstory Catans begann. Dass es diesen Erfolg haben würde, da hätte ich nie mit gerechnet. Mein Redakteur sagt zwar, du wirst sehen, davon verkaufen wir 4 Millionen. Und da habe ich gesagt, na ja, komm, träum weiter. Ne? Doch der Traum wird wahr. Mit über 30 Millionen verkauften Spielen ist Catan die zweitstärkste Brettspielmarke der Welt. Klaus Teuber hat es zum ersten Millionär unter den Spieleentwicklern gebracht. Die Idee dazu entstand vor 25 Jahren in Klaus' Keller. Noch immer tüftet er hier weiter am Catan-Imperium, zusammen mit Sohn Benjamin. Angefangen hat alles mit Klaus' Leidenschaft für Wikinger. Im Prinzip war es die Geschichte der Wikinger, die neue Welten entdeckten. Da habe ich mir vorgestellt, wie ist das denn, wenn die ankommen, menschenleer, was machen die denn da? Und natürlich müssen sie Bäume fällen, ja? Die brauchen ja Häuser und so weiter und so fort. Das heißt, sie besiedeln eine Insel. Und das war so der Aufhänger für mich, zu sagen, das möchte ich auch gerne im Spiel erleben. Klaus fängt an, Kärtchen mit verschiedenen Landschaften zu bemalen und Figuren zu basteln. Auch sein jüngster Sohn hilft beim ersten Prototypen mit. Wenn ich mir die Häuser anschaue, dann kommen gerade alte Erinnerungen hoch. Die muss ich mit neun ungefähr erstellt haben. Und habe damals ein bisschen mein Taschengeld aufgebessert, wenn ich so ein ganzes Set von diesen Figuren hergestellt habe für ein Spiel. War auch lange, lange Arbeit. War, glaube ich, 4-5 Stunden. Schon früh infiziert der Vater seinen Sohn mit dem Spielevirus. Auch Benjamin wird Spieleentwickler und heute erweitern die beiden das Catan-Universum gemeinsam. Denn die Siedler haben ihre einsame Insel längst verlassen und erobern mittlerweile selbst ferne Galaxien. Auch in der Game of Thrones-Welt oder im Inka-Reich kann gesiedelt werden. Bei den Fans kommt das gut an. Ich habe wirklich fast alles, was es von Catan gibt, ist wirklich so. Und auch jetzt neuestens habe ich mir diese Siedler 3D-Version gekauft, diese streng limitierte da für 400 Euro, ist ein bisschen verrückt. Grundspiel, Seefahrer, Städteritter, Inka, also was es so von Catan an Spielen gibt, die haben wir eigentlich alle. Das ist wie so eine kleine Sammelleidenschaft. Selbst die digitale Spielewelt hat Catan längst erobert. App- und Online-Spiel sind mega erfolgreich. Sogar mit VR-Brille kann man in die Catan-Welt abtauchen. Trotzdem hält der weltweite Hype ums Brettspiel an. Im Ausland hat Catan das Genre der German Style Board Games begründet und schafft es, mitten im digitalen Zeitalter, dass sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt treffen, um Schafe gegen Lehm zu tauschen. Deutsche Brettspiele sind Kult. Klaus Teuber hat mit Catan einen echten German Dream erschaffen. Dabei lief längst nicht alles rund auf dem Weg dahin. Ein leidenschaftlicher Spieler ist Klaus schon als Kind. Doch hauptberuflich will er keine Spiele entwickeln. Er macht eine Ausbildung zum Zahntechniker und arbeitet im gut laufenden Zahnlabor seines Vaters. Doch dann wirft ein Schicksalsschlag sein Leben plötzlich über den Haufen. Mein Vater wurde sehr krank und ich war im Prinzip dann derjenige, der kurz nach meiner Ausbildung dann das Labor geführt hat. Und das war sehr schwer, sehr viel Stress, Betriebsrat, schwierige Kunden und das, was mich da in der Zeit so aufrecht gehalten hat, war natürlich meine Familie, meine Kinder, meine Frau, aber auch dieses Hobby, das Spiele entwickeln. Obwohl Klaus damals 14 Stunden am Tag arbeitet, läuft das Labor immer schlechter. Als die Firma kurz vor der Pleite steht, soll bei der Familie sogar gepfändet werden. Dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand, das habe ich damals nicht so mitbekommen. Wir haben immer viel gespielt, das war schön. Für mich war es eine glückliche Zeit, aber an manchen Stellen hat man es eben gemerkt. Also wir sind nicht besonders viel in Urlaub gefahren und man hat schon gemerkt, dass ein gewisser Grundstress schon da war. Nach Feierabend taucht Klaus in seine Welt ab und hat bald sein erstes Spiel fertig, Barbarossa. Die Idee, mit Knete Rätselformen, die andere erraten müssen. Doch die großen Verlage winken ab,
Knete und Erwachsene, das passt nicht zusammen. Am Ende findet Klaus einen kleinen Verlag, der kurz vor dem Konkurs steht. Völlig unerwartet wird Barbarossa kurz nach Erscheinen zum Spiel des Jahres gewählt. Der Verlag verkauft 300.000 Stück im ersten Jahr. Das hat uns tatsächlich gerettet. Das war ein Befreiungsschlag für uns. Und wir konnten dann meinen Vater ausbezahlen. Das heißt, ich habe mit zwei Kollegen ihm das Labor abgekauft. Klaus macht weiter mit dem Spieleentwickeln und bekommt für zwei weitere Erfindungen den Spiel des Jahrespreis. Testen muss seine Neuentwicklungen immer als erstes die Familie. Es gibt diese Anekdote, dass er mir das Mickey-Maus-Heft nebendran gelegt hat. Und wenn das Spiel nicht gut genug war, dann habe ich angefangen, dort zu blättern. Und er wusste, er muss noch mal zurück in seinen Keller und das Spiel noch mal ein bisschen verbessern. Die Besiedlung einer Wikingerinsel ist Klaus' nächste Spielidee. Revolutionär daran, ein festes Spielbrett gibt es nicht. Es entsteht jedes Mal aufs Neue, je nachdem, wie man die Sechsecke mit den Landschaften anordnet. Dazwischen werden Siedlungen, Straßen, Städte gebaut. Es ist ein Spiel, das anders funktioniert als alles bisher dagewesene. Eine Mischung aus Strategie, Glück und Verhandlungsgeschick. Klaus will sein Spiel ganz schlicht Die Siedler nennen. Doch dann stößt er auf ein Computerspiel mit genau diesem Namen. Da habe ich mir überlegt, ja, wie könnte man es unterscheiden. Und habe eine Liste geschrieben mit, ich glaube, 7 verschiedenen Namen. Also immer Siedler von irgendwas. Ne? Und habe es meinen Freunden gezeigt und die haben gesagt, also Siedler von Catan klingt am besten. Mit diesem Fantasienamen bietet Klaus seinen Prototypen verschiedenen Verlagen an. Doch überzeugen kann er sie damit nicht. Also zwei Vertreter von großen Verlagen haben gemeint, ja, das paar Häuschen, ein paar Pappplättchen, das ist doch alles so uninteressant, so gewöhnlich. Ne? Haben sie mir geraten, okay, wie wär's denn hier mit irgendwelchen Hotelketten und mit was weiß ich, Badestränden oder sowas, das wäre doch mal hip. Ne? Oder ein Dinosaurier in der Mitte statt den Räuber. Und dann habe ich gesagt, ja gut, vielen Dank, aber gerade das möchte ich nicht. Nach langem Suchen stimmt der damals noch kleine Kosmos Verlag zu. Dessen Spieleabteilung läuft so schlecht, dass sie geschlossen werden soll. Als der Verlag 1995 Teubers Spiel herausbringt, ändert sich das schlagartig. Kosmos-Manager Arndt Fischer erinnert sich an die erste Großbestellung. Unsere Vertriebsleiterin geht ans Telefon, hebt ab und da sagt jemand, wir brauchen 1000 Catan-Spiele. Und da hat sie einfach sofort wieder aufgelegt, hat gar nicht mit den Medien gesprochen, weil sie dachte, das ist ein Scherz. Ja, sie hat einfach aufgelegt und hat gesagt, das gibt's gar nicht. Zum Glück hat er wieder angerufen, hat noch mal erklärt, dass er tatsächlich 1000 Stück bestellen möchte. Und dann wurden die auch geliefert. Und das war ja für sie auch der Durchbruch von Catan, weil sie gesagt hat, das sind Stückzahlen, die haben wir noch nie gehört. Im Nu ist die Startauflage komplett ausverkauft. Noch im selben Jahr wird auch Catan Spiel des Jahres. Doch diesmal ist etwas anders. Meine ersten Spiele oder Spiel des Jahres, die liefen im ersten Jahr sehr gut. Im zweiten Jahr sind sie entweder ganz abgestürzt oder haben sich jährlich halbiert. Und bei Catan plötzlich, im ersten Jahr wie immer, ja, so 300.000 sind verkauft worden. Und dann im zweiten mehr, haben mich sehr gewundert. Im dritten noch mehr. Und da wusste ich plötzlich, okay, das ist kein normales Spiel des Jahres. Das wird ein großer Erfolg werden. Klaus gibt seinen Job als Zahntechniker auf und widmet sich nur noch der Spieleentwicklung. Jedes Jahr bringt er Erweiterungen Catans und immer neue Versionen heraus. Plötzlich treffen sich überall Menschen zum Siedeln. Die Faszination für das Spiel ist seitdem ungebrochen. Kein Spiel ist wie das andere. Und deswegen ist der Wiederspielwert einfach unfassbar hoch. Man kann gegeneinander spielen, man kann miteinander spielen, man kann tauschen. Da verbringen wir eigentlich unsere Wochenenden mit. Auch im Ausland schlägt Catan ein wie eine Bombe. In insgesamt 42 Sprachen gibt es das Spiel heute. Vor gut 10 Jahren wird es in den USA zum Massenphänomen, als das Silicon Valley Catan für sich entdeckt. Es wurde das neue Golf, das Silicon Valley, genannt. Das heißt, Leute haben sich getroffen zum Catan-Spielen, Pizza essen und eben so ihr Social Network irgendwie ausgebaut beim Catan-Spielen. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, war von dem Spiel so begeistert, dass er eine eigene Silicon Valley-Version entworfen hat, mit der er Jobkandidaten auf den Zahn fühlt. Wir haben gehört, dass er es auch bei Auswahlgesprächen mit Führungskräften spielt.
die haben eher alle gute Abschlüsse, gute Noten, aber im persönlichen Spiel mit diesen potenziellen Führungskräften möchte er eben wissen, ja, wie sozial fähig sind die. Denn für dieses Spiel braucht man weit mehr als Cleverness. Hier sind auch Geduld, Flexibilität und Kompromissbereitschaft gefragt. Genau wie im echten Leben. Klaus Teuber hat mit Catan alles erreicht. Er könnte sich also getrost zur Ruhe setzen und im Luxus schwelgen. Doch das ist nichts für ihn. Warum auch? Also ich meine, man kann nicht mehr als essen oder mal eine Reise machen oder so. Also ich meine, ich muss keine Yacht haben, macht nur Arbeit. Also ich lebe so gerne weiter wie bisher. Spiele entwickeln ist für Klaus einfach das Größte. Die Fans können sich also freuen. Denn eines ist sicher, die Catan-Welt ist noch längst nicht fertig gebaut und wird auch in Zukunft weiter wachsen.